Das war's, ey, oder? Da brauchen wir nichts. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Herzlich willkommen in der Rock Spray Academy. So, was ist das Ganze überhaupt? Ihr möchtet Sprayer werden? Dann seid ihr bei mir genau richtig, denn ich zeige euch von Anfang an, was ihr benötigt, auf was ihr achten müsstet und wie ihr besser werdet und zum Profi-Sprayer. Wir beginnen mal mit der Spraydosenauswahl. Es gibt unzählig verschiedene Marken. Es gibt professionelle, teure Marken oder eben auch nur billige vom Baumarkt. Grundsätzlich, wenn ihr teurere Farben kauft, wie kauft ihr jetzt zum Beispiel von Montana oder Molotov, die sind im Vergleich zu den billigen aus dem Baumarkt von der Farbpigmentierung einfach viel hochwertiger. Das heißt, wenn ihr einen Strich mit teuren Farben macht auf der Wand, jetzt einen ganz normalen Strich, ist der viel leuchtender und kräftiger als ein Strich mit diesen billigen Dosen. Das heißt, wenn ihr wirklich es professionell angehen wollt und ihr auch möchtet, dass eure Bilder gut aussehen, empfehle ich euch, billige Dosen wegzulassen und gleich in bessere Dosen zu investieren. Hier gibt es eben die Unterschiede von Montana Gold, Black, Molotov, Bolton, weiß der Kuckuck was. Ich kann euch nur sagen, grundsätzlich gibt es Low-Pressure Dosen und High-Pressure Dosen. Low-Pressure Dosen haben einen geringeren Druck, zum Beispiel die von 94 sind auch Low-Pressure Dosen. Das heißt, der Druck in der Dose ist nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel bei den Montana Black Dosen. Die haben einen höheren Druck, High-Pressure Dosen. Das heißt, wenn ich mit der High-Pressure Dose eine große Fläche ausmalen möchte, werde ich wahrscheinlich viel schneller sein als mit der niedrigen Druckdose. Wann nehme ich aber dann die Niedrigdruckdose? Zum Beispiel, wenn ich kleine Details machen möchte oder auf Leinwanden Bilder malen möchte, ist es mit der Low-Pressure-Dose um einiges einfacher. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen 94-Dosen und Montana Gold-Dosen? Es ist auch wieder einfach verschiedene Farbreihen und der Druck ist etwas niedriger. Meiner Meinung nach ist der Druck von der 94-Dose noch niedriger als von der Montana Gold Dose. Ich finde, es ist schon fast etwas zu wenig Druck, also man kann fast sagen, also ich schlafe fast ein beim Sprayen mit dieser Dose, drum bin ich nicht der Fan davon. Ein weiterer Unterschied ist nicht nur der Druck, sondern auch die Farbpalette. Es gibt unterschiedliche Farben von Black und Gold. Im Normalgebrauch könnt ihr diese beiden Dosen normal kombinieren, das ist kein Problem. Praktisch ist auch, ihr könnt einfach die Caps von Gold oder Black, wie auch bei den anderen Dosen, immer gleich verwenden. Wenn wir jetzt schon bei den Caps sind, gibt es auch wieder große Unterschiede. Wenn ihr jetzt durchs Internet scrollt und nach Caps sucht, werdet ihr Ultra Skinny, Skinny, Fat Caps, unterschiedlichste Sachen finden. Hier möchte ich euch mal einige der Caps zeigen. Es gibt eben die Caps von Ultra Skinny bis Ultra Fett. Der Unterschied ist hier. Mit den Skinny Caps könnt ihr relativ schmale Linien oder eben Flächen sprayen. Im Gegensatz zu den Fett Caps sind das eben ganz breite Linien. Wenn ihr jetzt zum Beispiel schon extrem viele Caps habt und alle in einen Sack und ihr nicht mehr wisst, welche Farbe für welches Cap steht, gibt es den ganz einfachen Trick. Ihr dreht die Caps um und seht hier bei diesem dünnen Schlitz, wie breit die Spraylinie werden wird. Das heißt, beim Fat Cap habt ihr ein größeres Loch als beim Skinny Cap. So. Schauen die nicht gleich aus? Nein, das ist viel breiter. Du hast die Hälfte offen, da ist ein ganz kleiner Schnitt. Wenn ihr im Raum Österreich, Deutschland her seid, dann wird euch eine Spraydose von Montana Gold und Montana Black zwischen 3,80 € und 4,50 € kosten. Wenn ihr in dem Spektrum die Dose erwerben könnt, ist das
ein gutes Angebot. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 6,80 Euro zahlen müsstet, sucht euch lieber irgendwo ein anderes Geschäft oder bestellt es im Internet. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung den Shop, wo ich immer meine Dosen bestelle, auf stylefile.de. Da bekommt ihr die Dosen wirklich um einen fairen Preis. Was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr jetzt wirklich öfter sprayen möchtet, investiert in eine gute Staubschutzmaske, am besten mit Doppelfilter, und die schützt nicht nur vor dem Feinstaub, sondern auch vor den Dämpfen. Jetzt kommen wir schon zur Verwendung. Die Dosen werden so geliefert, indem die Cap oben ist. Als erstes abziehen, ihr seht hier einen schwarzen Ring, den entfernen, auf die Seite geben und als allererstes die Dose so lange schütteln, bis ihr die Kugeln drinnen wirklich gut hören könnt. Also. Wenn ihr die Dose wirklich lang genug und gründlich geschüttelt habt, nehmt ihr wieder den Cap. Ihr seht hier das Loch kommt hier hinein. Beim Raufgeben auf die Dose bitte schauen, dass der Sprühkopf nach vorne vom Körper wegschaut, denn wenn ihr ihn leicht draufdrückt, spritzt Farbe hinaus und nicht damit ihr es im Gesicht habt. Dose gut schütteln, Finger oben rauf, Sprühkopf nach vorne und waagrecht zur Hand halten und drücken und Handbewegung machen. Wichtig ist immer, eine flüssige Bewegung zu machen und nicht zu lange auf einer Stelle zu bleiben, da sonst Tropfen entstehen könnte und die Farbe zu rinnen beginnt. Beim Flächenaussprayen wenn wir jetzt dieses Viereck anmalen möchten, schaut, dass ihr immer von links nach rechts oder oben und unten den gesamten Weg drückt, loslasst, drückt, loslasst, drückt, loslasst. Also immer ein tsch, 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 tsch. Und nicht durchgehend, denn wenn ihr durchgehend malt, passiert das. Also, drücken, loslassen, drücken, loslassen, drücken, loslassen. Im Vergleich, wenn ihr jetzt durchgehend sprayen würdet, passiert eben das. An den Eckpunkten habt ihr viel mehr Farbe und die Farbe kann zu laufen beginnen. So, das war's mal mit der Einführung. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach bitte in die Kommentare. Ich werde so schnell wie möglich antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, liken, sharen, kommentieren, alles Mögliche. Es werden auf jeden Fall weitere Videos kommen. Bis bald.